Die Bühnenshow von DJ Bobo wäre ohne die vielen Tänzer nur halb so spektakulär. Der Schweizer wird seit 2004 von der saarländischen Formation Magic Artists begleitet. Sie vereinen verschiedenste Sportarten zu einer Performance. Einer der Tänzer, der mit für die Show verantwortlich ist, ist Benjamin Kirsch. Der 26-jährige Saarländer studiert BWL an der Universität des Saarlandes und ist verantwortlich für das Management der Magic Artists. Also ich hatte meinen ersten Auftritt 1999 und die Artists wurden gegründet 1995. Also mittlerweile, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, im 8. Jahr. Würden wir uns diebisch freuen, wenn ihr dann für uns tanzt. Hier ist There's a Party! Also wir haben ihn 2003 am Saarspektakel getroffen. Also wir wussten, er kommt aufs Saarspektakel und da wir auch schon seit, ich glaube 2000, jedes Jahr auf der Bühne unterhalb des Staatstheaters gestanden haben, hatten wir die Idee, hey, den müssen wir doch mal ansprechen. Das könnte passen, das, was der macht, könnte eventuell mit dem, was wir machen, ideal zusammenpassen. Und da haben wir ihm damals Infomaterial mitgenommen, haben gesagt, schau dir das doch bitte mal an. Und er hat damals noch gesagt, ja, seid ihr ein Zirkus oder was? Er konnte damit nichts anfangen. Ihr wart sensationell, danke! Hat sich dann aber angeschaut und hat auf einmal gesehen, ho, das ist ja gar kein Zirkus. Das könnte ja doch irgendwo passen. Genau. Ja, die werden immer besser, die lernen auch immer dazu, die entwickeln sich weiter und das ist natürlich wichtig für uns, dass sie nicht stehen bleiben, sie steigern immer die Qualität. Ich bemühe mich natürlich, dass ich beides nicht zu kurz kommen lasse. Klar ist irgendwo, dass bei so einer Sache wie Rust muss ich dann auch mal, auch wenn es der ein oder andere Professor oder Dozent jetzt hört, tut es mir leid, dann auch mal eine Vorlesung schwänzen, weil das geht dann leider nicht, weil ich kann nicht morgens in der Vorlesung sein und mittags wieder auf der Bühne. Aber ich muss sagen, es hat sich jetzt in den 3,5 Jahren, wo ich am Studieren bin, immer relativ gut vereinen lassen. Als Student hat man ja mal die Freiheiten, auch mal irgendwo nicht hinzugehen, was man auch woanders dann nacharbeiten kann. Wie bei einer Tour lässt man sich die Unterlagen dann von Kollegen schicken. Thank you.